Und einer, der sich diesem Wahnsinn entgegenstellt, ist heute auch hier. Er ist aus Bayern extra hierher gekommen. Bekannt geworden ist er dadurch, weil er im Bundestag, ich glaube als erster Politiker überhaupt, eine Rede von der Zuschauertribüne oben gehalten hat. Und zwar mit Fakten. Ich will es nicht in die Länge ziehen. Begrüßt mit mir Martin Sichert und wie ich mir gerade habe sagen lassen, aus Nürnberg. Hallo Martin, bitteschön. Ja, ich muss mich ja heutzutage fast schon schämen, dass ich aus Nürnberg bin, aus der Stadt, wo Markus Söder herkommt. Aber ich traue mich trotzdem noch überall hin und ich freue mich und ich muss euch sagen, ich spreche lieber hier, als dass ich von der Tribüne im Reichstag spreche. Denn das, was man dort macht, wofür wir symbolhaft da oben stehen, diese Spaltung in der Gesellschaft, die muss enden. Und es ist vollkommen egal, zu welchem politischen Lager jemand gehört. Wir sind heute hier, weil wir sagen, unser Körper ist kein Volkseigentum, sondern wir wollen selbst darüber bestimmen, was mit unserem Körper geschieht, denn der gehört nur uns. Was wir momentan in diesem Land erleben, das ist an Verrücktheit nicht mehr zu überbieten. Ich wusste heute ehrlich gesagt nicht um 10 Uhr, ob ich lachen oder ob ich weinen sollte, als es hieß, Karl Lauterbach wird Bundesgesundheitsminister. Dass man einen Menschen mit solch einer Angststörung zum Gesundheitsminister macht und ihm die Kontrolle über das gesamte Gesundheitssystem der Bundesrepublik und damit über die Gesundheit von 82 Millionen Menschen anvertraut, ist der absolute Wahnsinn. Er ist die größte Fehlbesetzung, die wir an dieser Stelle jemals in der Geschichte Deutschlands hatten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin entsetzt über das, was man in diesem Land tut, dass man eine solche Politik insbesondere auch gegen die Schwächsten in der Gesellschaft veranstaltet. Ich bin selbst Vater von 2 kleinen Kindern. Und wenn ich mir anschaue, dass der Markus Söder, dass der allen Ernstes nicht nur eine Impfpflicht für die Kinder haben will, sondern die Kinder auch alle in der Schule impfen will, im Klassenzimmer, dann muss ich sagen, dann sind wir an der Stelle tatsächlich in dunkelsten Zeiten deutscher Geschichte angekommen, wo man die Kinder zum Gruppenzwang dazu bringen will, was die Politiker haben wollen. Und da wollen wir nicht hin. Wir wollen in Freiheit in einem demokratischen Land leben. Und dafür stehen wir hier auf der Straße und zwar jede Woche, so lange, bis diese Politik wieder eine freiheitliche und eine demokratische ist. Wir haben noch ein Grundgesetz. Da steht drin in Artikel 2 die körperliche Unversehrtheit. Dass jeder Mensch das Recht auf körperliche Unversehrtheit hat. Da steht nicht dran, dass das Politiker darüber zu entscheiden haben. Und da steht auch nicht drin, dass die Politiker, die jeden Tag die Monstranz der Toleranz am höchsten vor sich hertragen, dass diese massiv die Menschen in diesem Land diskriminieren und spalten dürfen. Und da wollen wir auch nicht hin. Wir wollen nicht, dass man uns spaltet. Inzwischen haben wir ja schon eine Dreiteilung in der Gesellschaft. In den ersten Bundesländern gibt es jetzt schon eine Teilung in Geboosterte, Geimpfte und Ungeimpfte, wo die Geboosterten überall hin können, ohne jeglichen Test. Die Geimpften müssen sich testen lassen und die Ungeimpften kommen gar nicht erst mehr rein. Wir wollen nicht, dass man uns nach unserem Impfstatus hier so aufspaltet. Und wenn ich sage, ich komme aus dem Deutschen Bundestag, ich habe heute meinen Abgeordnetenausweis für diese Legislaturperiode geholt. Und dann hat man mir mitgeteilt, Sie kriegen jetzt kein Hologramm da drauf, weil auf dem Hologramm steht drauf, dass man geimpft ist. Das heißt, wir haben jetzt schon Bundestagsausweise mit 2 verschiedenen Stati. Und wir haben auch schon die ersten Freizeitparks, in denen man unterschiedliche Armbänder bekommen hat, wenn man geimpft war und nicht geimpft war. Und wir wollen in eine solche Gesellschaft nicht wieder hin, wo man die Menschen mit irgendwelchen Armbändern nach irgendwelchen Kategorien unterteilt, sondern wir wollen alle gleichberechtigte und freie Menschen in einer gleichberechtigten und freien Gesellschaft sein.
Und ich sage euch noch was. Wir kommen aus Deutschland hier. Aus dem Land, in dem man unglaublich viel Bürokratie hat. Wo man unglaublich viel bürokratische Regeln hat. Aber wir sind in Deutschland nicht in der Lage, beziehungsweise wir wären in der Lage, aber unsere Regierung ist nicht willens, die ganzen relevanten Daten zu Corona zu erfassen und gegebenenfalls zu veröffentlichen. Wir wissen bis heute nicht, wie viele Ungeimpfte und wie viele Geimpfte auf den Intensivstationen liegen. Wir wissen bis heute nicht, wie viele Ungeimpfte und Geimpfte denn jetzt sich mit Corona infiziert haben. Wir wissen bis heute nicht, wie sich die Nebenwirkungen genau auf die Altersgruppen auswirken und so weiter und so fort. Das alles wissen wir nicht, weil es statistisch nicht auf Bundesebene erfasst und weil es nicht veröffentlicht wird. Und wie wir jetzt in Bayern gesehen haben und wie wir es auch in anderen Bundesländern jetzt gesehen haben, macht man das unter anderem auch deswegen, weil man mit Statistiken massiv manipuliert, um zu versuchen, Unfrieden in der Gesellschaft zu schüren. Und da sagen wir, das machen wir nicht mit. Wir wollen nicht, dass Statistiken manipuliert werden, sondern wir wollen, dass man einfach nur klar und deutlich die Fakten und Zahlen darlegt, so wie sie wirklich sind, dass jeder Mensch in der Lage ist, sich selbst zu informieren. Denn wir sind mündige Bürger und wollen selbst über unser Leben bestimmen und wollen uns selbst ein Bild darüber machen, was sinnvoll und was nicht sinnvoll ist. Ich komme aus Franken und habe in meinem Umfeld jemanden, da ist das Kind, das 15-jährige Kind, kerngesund, 2 Wochen nach der Impfung verstorben. Und wenn man das weiß, weiß man vielleicht auch, warum ich so wütend auf dieser Tribüne gestanden habe, weil es ein absoluter Wahnsinn ist, was in diesem Land momentan passiert. Wir haben Eltern an der Stelle und wir haben Geschwister, die machen sich unglaubliche Vorwürfe. Die Mutter wird ihr lebenslang, wahrscheinlich ihres Lebens nicht mehr froh, weil sie zugestimmt hat, dass ihre Tochter geimpft wird. Und vor diese Entscheidung versucht man jetzt in diesem Land Millionen Menschen zu stellen und man versucht sie dazu zu drängen, diese Entscheidungen durchzuführen. Obwohl wir wissen und obwohl laut dem Paul-Ehrlich-Institut bekannt ist, dass alleine bis Ende September knapp 100 junge Menschen an einer Herzmuskelerkrankung erkrankt sind. Obwohl wir sehen aus den Daten des Robert-Koch-Instituts, dass die Zahl der Nerven, der Einweisung ins Krankenhaus, in die Notaufnahmen mit Nervenschäden und dass die Einweisung ins Krankenhaus mit Herzerkrankungen seit April massiv zugenommen haben. Obwohl wir sehen, dass seit April in diesem Land eine deutliche Übersterblichkeit vorhanden ist. Obwohl wir all diese Daten sehen, überlegt die Politik nicht mal darüber, ob das mit dem Impfstoff überhaupt ein richtiger Weg ist, sondern sie versteifen sich darauf und sagen, die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. Ich bin vorhin, komme jetzt aus Berlin direkt hierher, ich war vorhin im Aufzug und im Aufzug ist mir zufällig, ganz zufällig, der Herr Lindner von der FDP begegnet. Der ist nur eine Etage mit mir gefahren. Ich habe zu ihm gesagt, Herr Lindner, ich hoffe, Sie erinnern sich an Ihr Wahlversprechen. Und der Herr Lindner hat gesagt in Bezug auf die Impfpflicht, naja, wir werden da jetzt verschiedene Pakete zur Abstimmung stellen. Und das ist genau das, wovor ich Angst habe und wovor so viele Menschen in diesem Land Angst haben. Wir haben jetzt morgen die erste Lesung und am Freitag soll schon über diesen ersten Bereich der Impfpflicht in diesem Land abgestimmt werden. Nämlich eine Impfpflicht für Pflegekräfte und in Krankenhäusern, in Altenheimen und so weiter und so fort. Für das ganze medizinische Personal in diesen Einrichtungen. Man versucht es Stück für Stück langsam einzuführen, um die Menschen daran zu gewöhnen und dann irgendwann zu sagen, ja, jetzt gibt es ja gar nicht mehr so viele, jetzt machen wir eine allgemeine Impfpflicht. Das ist der Weg, wie man versucht, uns dahin zu führen. Und da kann ich nur sagen, wehret den Anfängen. Wehrt euch von Anfang an dagegen. Und ich habe unglaublichen Respekt vor jedem aus dem medizinischen Personal, vor den Ärzten, vor den Pflegern, die jetzt hingehen und sagen, ich
kann das nicht. Ich muss nach gegebenenfalls 30 Jahren jetzt meinen Beruf niederlegen, aber ich werde dabei nicht mitmachen. Reden wir doch mal über die Fakten. Wo sind denn die Fakten in Bezug auf unser Gesundheitssystem? Ein Drittel aller Intensivbetten in Deutschland kann man nicht bespielen, weil das Personal fehlt. 200.000 Pflegekräfte fehlen in Deutschland. Was habt ihr denn gehört in den letzten 2 Jahren, was man gemacht hat, um Pflegekräfte zu bekommen? Nichts hat man gemacht. Gar nichts ist gemacht worden, sondern mit den Corona-Maßnahmen und den überbordenden Maßnahmen, die man denjenigen auch noch aufgebürdet hat in den letzten 2 Jahren, ist bei den Pflegekräften bei vielen die Lust am Arbeiten vergangen und viele haben den Beruf gewechselt. Das ist doch die Realität, die wir in Deutschland haben. Unser Gesundheitssystem ist inzwischen schon in Teilen damit überfordert, dass im Winter normalerweise mehr Menschen erkranken wie im Sommer. Und da wollen wir nicht hin. Wir wollen ein funktionierendes Gesundheitssystem in diesem Land und wir wollen, dass die Politik sich um die wirklichen Probleme kümmert, anstatt die Menschen zu spalten. Die Menschen werden mit den Informationen massiv in die Irre geführt. Wenn man sich mal die Berichte anschaut, die wir so haben, die wir zur Verfügung haben, aus dem internationalen Bereich beispielsweise. Großbritannien erfasst flächendeckend die Infektionen nach verschiedenen Altersgruppen und nach Impfstatus. In Großbritannien sind bei den über 40-Jährigen 85% der Neuinfektionen bei Geimpften. 85%! Und dann will man uns hier erzählen, die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. Für wie dumm hält man uns? So dumm, dass wir keine einzige Fremdsprache kennen, dass wir irgendwo einen Bericht aus irgendeinem anderen Land mal uns holen könnten, wo man die Daten bekommt? Und wenn man sich die Daten aus dem Robert-Koch-Institut ansieht, dann sind immer circa 50%, das kann jeder gerne nachrechnen, die letzten 4 Wochen war es ein bisschen weniger und wenn man eine Woche zurückgeht, ist man bei über 50%, circa die Hälfte der Corona-Toten, also der Menschen, die an und mit Corona in Deutschland sterben, sind vollständig Geimpfte. Wir haben also eine Impfung, bei der die Leute sich infizieren und wir haben eine Impfung, bei der die Leute auch im Nachgang als Tote an dieser oder mit dieser Impfung sterben können. Das ist die Realität, die wir in Deutschland haben und auf der anderen Seite haben wir einen Impfstoff, der massivste Nebenwirkungen hat, wo nicht nur ich, wo auch hier die Chefärztin, die ehemalige, der gerade gesagt hat, einen Impfstoff mit so massiven Nebenwirkungen, den hätte man schon längst in der Vergangenheit vom Markt genommen. Danke für den Applaus, aber darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass wir in Deutschland als eines der wenigen entwickelten Länder auf dieser Welt nicht die wirksamen Medikamente, die man jetzt entwickelt hat, vorbestellt haben. Alle möglichen anderen Länder haben diese Medikamente bestellt. Und Deutschland hat es nicht bestellt, weil es nicht ins Konzept passt. Denn wenn man ein Medikament hat, dann kann man ja diese Politik nicht weiterführen. Und ich möchte auch gar nicht wissen, was diese Ampelkoalition alles vorhat im Schatten von Corona, von 2G, 2G plus, 3G und wie der ganze Wahnsinn nicht alles heißt. Im Schatten dessen, dass die Gesellschaft so tief gespalten ist und man versucht, die politischen Diskussionen aus dem Privatleben vielleicht an der einen oder anderen Stelle rauszuhalten, was man versucht, im Schatten dieser Politik alles in anderen Bereichen durchzusetzen. Deswegen bitte ich euch alle, seid aufmerksam, seid wachsam und redet mit euren Bekannten, euren Freunden, euren Verwandten. Ich komme aus dem Westen Deutschlands. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Westen gibt es keine so große Demonstrationskultur wie im Osten, weil ihr mal gezeigt habt hier im Osten 1989, dass es was bringt, wenn man auf die Straße geht und dass man damit die Freiheit für sich selbst erkämpfen kann. Aber ich komme aus einer Stadt, in deren Umfeld in Kleinstädten, ähnlich groß wie Bitterfeld, am letzten Wochenende jeweils 2000 Menschen auf der Straße gewesen sind, weil sie gesagt haben, wir können nicht mehr das, was die mit unseren Kindern vorhaben, das, was sie mit uns vorhaben und unseren Liebsten vorhaben und dass sie uns vorschreiben wollen, mit wem wir unseren Weihnachten noch treffen dürfen und mit wem nicht.
Das machen wir nicht mehr mit. Und da muss ein Ruck durch dieses Land gehen. Das muss ein Ende haben. Denn unsere Traditionen gehören uns, Weihnachten gehört uns, unser Körper gehört uns und unseren Kindern gehört eine vernünftige Zukunft. Und deswegen darf man nicht eine Politik durchführen, mit der man die Kinder voneinander trennt, mit der man die Kinder gegeneinander aufhetzt, wo man sagt, du bist ein schlechteres Kind, wo man im Unterricht, und das ist tatsächlich, sind schon Sachen, die in Deutschland teilweise schon passieren, wo die Kinder im Unterricht gefragt werden, ob sie denn geimpft sind. Und wenn sie sagen, sie sind geimpft, dann gibt's Applaus. Und wenn sie sagen, sie sind nicht geimpft, dann müssen sie sich vor der Klasse rechtfertigen. Ja, wo sind wir denn? Sind wir in Nordkorea oder sind wir in Deutschland? Wir wollten in einem freien Land leben und ich bin in den 80er und 90er Jahren aufgewachsen, wo es noch ein deutlich größeres Maß an Freiheit in diesem Land gegeben hat. Und wir wollen auch wieder zur Freiheit hinkommen. Wir wollen dagegen, dass man diese Kinder, diesen jungen Menschen die Zukunft so massiv raubt. Wir haben alleine im ersten Lockdown in Deutschland hunderttausende Kinder, die psychisch erkrankt sind, bekommen. Hunderttausende Kinder, die psychisch erkrankt sind. Die Kinder sind momentan, die Kinderkliniken sind voll wegen dem RS-Virus. Die meisten von Ihnen haben wahrscheinlich noch nie was vom RS-Virus gehört, aber die Kinderkliniken in Deutschland sind seit einigen Wochen ziemlich voll wegen dem RS-Virus, weil das Immunsystem der Kinder eigentlich ständig Kontakt mit anderen Kindern braucht, weil es trainieren muss und weil die Kinder ansonsten von einfachen Infektionen sehr, sehr heftige Erkrankungen davontragen können. Da redet kaum jemand in Deutschland drüber. Wir müssen dafür sorgen und dafür stehen wir alle hier ein, dass die Kinder, die wir haben, eine gute und eine vernünftige Zukunft haben. Denn das ist unsere Verantwortung als Erwachsene gegenüber der nachfolgenden Generation. Applaus